Mein Leifleit, Lützebursch wird endlich ein Night Steakhouse. Follower auf Instagram, 5 Jahre lang wird ein zusammen am Nussrad geschafft. Der Starkoch Safi Chef mischt sein neues Restaurant zu Lützebursch ab. Und das waren genug Argumente für uns, die Restaurant genau in das Loop zu holen. So, für dich mal Props sein und Salut. Ne? Wo kriegt ihr denn so ein großes Salut als Entree? Tschüss! So, mein Lieber, hier ist mein Plat. Ein Schaschlik-Spieß. Also eine richtig türkische Tradition. Das ist, wenn ihr wirklich nur türkisch gut isst und gut Fleisch, kommt da rein, das Ganze serviert auf einem Messer. Richtig, richtig nice. Ich bin wirklich gespannt, wie es schmeckt. Zart, knusprig, genauso wie es soll sein. Das Ganze wird dann noch begleitet von richtig guten Beilagen, die ich selber zusammenwürfeln kann. Ich bin damals kein großer Fleischfan. EJ, was siehst du dazu? Mega lecker! Mir Krute noch konfirmiert, dass sie genau dasselbe Fleisch geliefert kriegen wie der Nussrat als Singer-Restaurant. Das bedeutet, am Platz auf Dubai zu fliehen, spür dir das Geld und fuhr auf dein Verding. Das heißt Südlatsch, das türkische Milchreis. Was das heißt, muss ich mir keinem erklären. Türkisch Baklava, mit einer Eiscreme-Füllung plus Pistazien schmecken. Perfekt für den Abend aufzuschließen. Was immer zu einem guten türkischen Restaurant gehört, zum Aufschluss türkischen Tee. Als Türkin kann ich wirklich sagen, dass ich mega gut türkisch essen kann. Kommt alle allein. Dem kann ich mich so schließen, den echten türkischen Restaurant zu Lützebursch. Top Qualität, Halal Fleisch und einen korrekten Preis.